Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkompensator 70 mit einem weiteren Gastreplay und hier haben wir den Blood Range 14 aus den klaren Strix, also STRGX Strix, kurz gesagt. Hier mit dem Sima Premium Panzer der Deutschen, den Panther M10, auf der Map Kloster in Süden gestartet, 8er, 7er, 6er Battle. Wir haben hier 4 8er, 4 7er und 7 6er. Darunter 4 Heavys, 5 mittlere Panzer, 2 TDs, ein Light und 2x die Arti. Reloadzeit 3,29, Einziehzeit 2 Sekunden. Sehen wir hier 45 mal AP dabei. Mit 135 Damage, 150 Durchschlag. Da hat er schon mal den ersten Schuss reinbekommen, den ersten Treffer von der gegnerischen Super Hellcat. Durch die Kette, aber auch penetriert worden. 252 Hitpoints musste abgeben. Und ja. Guten Tag, da kam eine Rakete von der Rain, 155, 51, aber richtiger fetter Treffer, 248 hat ihn das gekostet. Fängt der Dolle an, 800 Hitpoints von 1300, das ist übel. Hitpoints schon mal eingebüßt. 0 zu 3. Was ist hier los? Hier sterben schon die eigenen Teammitglieder. Ist hier in die Mitte gefahren. Hinter den Häusern. So, Super Hellcat. Macht das normal. Ja, jetzt geht er auf. Somit kann er wieder von der Arti getroffen werden. Aber ich sag dreimal Arti, ne? Habe ich doch gesagt, ne? Oder zweimal. Ist egal, dreimal Arti. Ja. Kleiner Fahrfehler. Aber Arti ist gerade hier nicht eingezielt. So, der gegnerische Indienpanzer kriegt da schon mal schön Feuerwerk. Wo waren wir denn jetzt? Ja, 27 mal Primo Munition, APZ hat er dabei mit 194 Durchschlag und 10 mal HE, 175 Durchschlag, 38, Quatsch, 175 Damage, 38 Durchschlag. So, da schiebt er hier das Wrack vom IKV und T-34-85M schön in die Unterwanne rein. 6er Premium-Panzer der russischen Fraktion, mittlerer. So, da ist die Super Hellcat. Indien-Panzer dort hinten. 2 zu 4 steht es. Oh, der Indien-Panzer frisst. Prallt ab, er prallt aber auch ab. Und da kann er die Super Hellcat rausnehmen. Ah, Super Hellcat. Wie viel hat sie nochmal gemacht? Oh, nicht getroffen, ne? Oder doch? 254 hat sie mir nochmal abgezogen. Und er schiebt das Wrack hier weiter. Und einfach durch den Turm durch. Ui, Indien-Panzer geht raus durch die Arti. Hier gibt es wieder Schlagabtausch mit dem T-34-85M. Na komm. Den willst du doch. 4 zu 5 steht das jetzt mittlerweile. Oh, Arti nimmt ihn raus. Und schon sind sie ein Panzer voraus. Mit den Hitpoints natürlich auch. 8789 gegen 6800. 382 Hitpoints hat er noch. Da sind die zwei Artis. M44. Und die Rain. Da erstmal die Lorraine 155, 51. Ey, da trifft die hier nochmal. So. M44 prallt ab. Interessant. Habe ich auch noch nicht erlebt, dass eine Arti abprallt. Das ist mit der neuen Munition wohl möglich. Jetzt erstmal hier den VK3002M. Zweiter Kill. 11 zu 5. Oh, M44 haut nochmal richtig rein. Jetzt zieht die Nummer 199 ab. Zweiter Schuss in die M44. Und zack, raus damit. Dritter Kill. So, wir sind beim Damage von 2028. 610 geblockt. 2106 Aufklärungsunterstützungsschaden. Andere Mitspieler. So, jetzt wird hier durch den Cap gefahren. Ja, beide Artis rausgenommen. Das heißt schon mal hier Pascucci-Medaille. Kommt da auf jeden Fall.
133 Hitpoints bleiben mir noch. AT8. Ah, stark gepanzert. IS-3 fängt an zu cappen. ...12 zu 9. Missionen hat auch am Start. Können wir mal schnell gucken. Mittlerer Panzer 15 jagt auf den Jäger in Richtung Objekt 260. Ist die Mission. Aber erreichen wird er die nicht. Macht auch nichts. Ist ja aber aktiviert. Oh, der ST-A2 hat aber gut gefressen. 10 Hitpoints bleiben wir noch. Ja. Das ist der AT-8. Oh, schön durch. Da sagt der Indikator grün. Jetzt prallt er ab. Wieder Abpraller. Und da geht er durch. Vierter Kill. AT-8 rausgenommen. Ah, da geht er auf. So, 122 TM geht raus. Jo, 45 TP hat das geregelt. So, IS-3 steht da. Und ist blind. Ah, nicht penetriert. Steht hinter dem Wrack. Ah, da ist die Capola. Ah, Kanone schießt. Oh, jetzt macht die IS-3 einen Fehler. Och, wir haben durchgekämpft. Sieg, wir sehen uns in Stats. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, Überschrift Panther M10 Ace Tanker. Jawohl. Ja, da war durchgekippt. Ich habe mich so drauf konzentriert, was er mit der IS-3 da anstellt und habe gar nicht gesehen, dass durchgekippt wurde. Egal, Sieg und hier ist das Panzerass und dann haben wir hier Hand Gottes, Speer, Schläger, nur Landkämpfer, Wirkungsfeuer, 129.410 Credits, XP kommen später, wie gesagt, die Pascucci-Medaille für das Zerstören beider Artis, Teamscore 2279 Damage, 4 Kills, 1368 Basis-XP, hier mein dritter Report, 26 mal geschossen, 26 mal getroffen, 18 mal penetriert, das sind 100%, auch wenn er nicht ganz durchschlagen hat, ne? Ja. Dann haben wir hier 610 geblockt und 2115 Unterstützungsschaden anderer Mitspieler. Ne, das sind zusammen dann 4400 kombinierter Schaden. Distanz ist da 2,26 Kilometer gefahren, also fast 2,3 Kilometer. Dafür gab es 66.364 Credits, Battle Bonus hier, 29.864 macht 129.410. Abzüglich Repair, Munition waren ein bisschen teuer wegen der APCR, macht aber nichts, hat aber gebraucht. Dann 20.000 für die Ration abgezogen, macht 30.025 plus das Ganze in 6 Minuten 36. Dann wurde ja durchgekippt. Und dann haben wir hier die Basis-XP plus Missionsbonus hier, 5.130 XP dazu, also eine Teilmission hat er erfüllt. Dann gibt es hier noch hier 255 Bonus. Freie Erfahrung und Missionsbonus 1250 freie Erfahrung auch noch dazu. Dann Bonus für Premiumfahrzeug 410 XP macht 7592 XP und 1607 freie Erfahrung. Ja, das ist schon mal eine stolze Summe hier für freie Erfahrung. Ja, schöne Runde mit dem Panther M10. Hat mir eigentlich sehr gut gefallen, würde ich mal sagen. Was heißt ja eigentlich, hat mir gut gefallen und ich hoffe euch auch. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.